Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pitwalk TV, dem Streamingdienst eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir haben ein mega Wochenende vor uns auf den digitalen Kanälen der Pitwalk Collection. Hier auf Pitwalk TV beschäftigen wir uns gleich und das ganze Wochenende über ausgiebig mit der Rallye Marokko, dem großen Finale der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft für Autos und für Motorräder. Die Rallye Marokko gilt gleichzeitig als die Generalprobe für die Rallye Dakar schlechthin. Grund genug also für uns, den Streamingdienst von Pitwalk wieder mit Leben zu erfüllen, mit täglichen Zusammenfassungen aus dem Biwak und aus der Wüste von Marokko. Dazu gibt es heute bereits eine Vorschau mit einem exklusiven Blick hinter die Kulissen von ProDrive, einem der Sieganwärterteams in Nordafrika an diesem Wochenende. Neben der Rallye Marokko spielt aber auch innerhalb der Pitwalk Collection das Finale der IMSA Sportwagenmeisterschaft auf der Road Atlanta in Braselton vor den Toren von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia eine Rolle. Dort nämlich können noch 4 Teilnehmer den IMSA-Titel einheimsen, also nordamerikanischer Sportwagenmeister werden. In Führung liegt eine Cadillac-Besatzung mit unter anderem Pipo Derani und Oliver Sims am Steuer. Allerdings haben auch Philippe Albuquerque und Ricky Taylor in einem Acura aus dem Team von Wayne Taylor Racing sowie Nick Tandy und Mathieu Jaminet aus dem Penske-Team Porsche in ihrem Porsche 963 beste Titelchancen. Das Ganze verspricht ein ordentlicher Thriller zu werden auf einer der anspruchsvollsten Rennstrecken, die es überhaupt nur gibt da draußen. Und wir werden in unserer Podcast-Reihe Pitcast ab Donnerstag jeden Tag direkt aus Road Atlanta berichten mit allem Wissenswerten von diesem Saisonfinale. Hier auf Pitwalk TV konzentrieren wir uns jetzt auf die Rallye Marokko, auf die große Vorschau und dabei vor allen Dingen heute auf die Automobilwertung. 55 WM-Punkte sind noch zu vergeben. An der Spitze liegt Nasser Al-Attiyah mit seinem Beifahrer Mathieu Boimel aus Frankreich. 51 Punkte ist deren Vorsprung auf Yazid Al-Raji mit seinem brandenburgischen Co-Piloten Timo Gottschalk. Es muss also schon alles in Richtung von Al-Raji und Gottschalk laufen und Al-Attiyah und Boimel müssen gehörig Pech haben, um diesen Titel noch zu verspielen. Danach sieht es nicht aus, aber natürlich klammern sich Al-Raji und Gottschalk auf den insgesamt 2200 Kilometern, die ab Freitag 5 Tage lang zu durchmessen sind, an den kleinen Strohhalm und halten das kleine Fünkchen Hoffnung am Glimmen. Los geht's am Freitag mit dem Prolog in Agadir, danach nach Zagora, wo 2 Schleifen auf dem Programm stehen rund um Zagora und dann schließlich nochmal 2 Tage nach Merzouga auf legendäres Terrain für die Rallye Marokko. Die große Vorbereitung auch auf die Rallye Dakar. Paulsby Toyota und Yazid Al-Rajis Overdrive Toyota sind am Start. Dazu die 3 Audi e-tron Quattro, dazu 2 Ford Ranger, ganz neu unter anderem mit Nani Roma am Steuer, einem ehemaligen Gesamtsieger, sowohl in der Auto- als auch in der Motorradwertung und die ProDrive Hunter. Und mit denen beschäftigen wir uns jetzt ausgiebig. Sebastian Loeb und sein Beifahrer Fabien Nourcault, ein Elsässer und ein Franzose, stehen zu einem exklusiven Gespräch parat mit ihrer Vorschau auf die Rallye Marokko und ein paar interessante Einblicke hinter die Kulissen des Marathon-Rallye-Sports. Und dazu gibt es auch einen Blick in die heiligen Hallen von ProDrive in Banbury. Ich heiße Norbert Okenga und wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Einsichten und bei den Gesprächen mit Sebastian Loeb und Fabien Nourcault. Natürlich freue er sich auf Marokko, sagt Fabien Nourcault, der Beifahrer. Vor allen Dingen, da es ja nun schon sehr lange her sei, dass man gefahren sei zuletzt. Ein bisschen eingerostet fühle er sich, aber das ließe sich schnell abschütteln. Die Schulterverletzung sei noch nicht zu 100% ausgeheilt, sondern vielleicht zu 98%. Er brauche noch etwas mehr Kraft, um wirklich die langen Tage zu überstehen. I like every part of Morocco actually.
Die offene Wüste, die Dünen, aber auch die Wege bereiten ihm viel Spaß. Und überall, wo es auf die Navigation drauf ankommt, da freue es ihn ganz besonders, an seinem Arbeitsplatz zu sein. In Sachen Navigation sei das die schwierigste Rallye des gesamten WM-Kalenders und mithin auch gleich eine sehr gute Übung für die Rallye Dakar. Man muss voll bei der Sache sein und darf sich keinen Fehler erlauben. Wer gut in Marokko ist, der ist in der Regel auch bei der Dakar gut mit dabei. And yeah, you gotta be on your toes over there. And if you're good there, usually you're good in Dakar. Vom Kopf her hätte er sich sofort wieder zu Hause gefühlt im Rallye-Auto. Körperlich sei das ein bisschen etwas anderes. Da brauche man immer ein paar Tage, bis der Körper sich wieder daran gewöhnt hätte, dass das jetzt das Büro sei, der Arbeitsplatz. Und hin und wieder rumple und krache ist ja doch ziemlich. Und dann müsse man sich vor Augen halten, ja, wo ist es halt an seinem Arbeitsplatz. Das ist jetzt der Job, genauso soll es sein. It's racing car, it's shaking here. That's all right, that's the office, so it takes every day few kilometers. Will be the same after a few months. Auf den langen Verbindungsetappen vor und nach den Prüfungen reden Sebastian Löb und er über alles Mögliche, natürlich über den Sport, über das Geschehen des Tages, aber auch über die Familie. Zeit genug hätte man dort ja. Everything that comes across our mind. Well, we have a lot of time. Von Nasser Al-Attiyah weiß man, dass er gerne arabische Musik im Auto hört. Bei Löb allerdings gibt's keine Musik. Auch Sebastian Löb freut sich natürlich auf sein Comeback. Es sei schon lange her, dass er im Hunter wieder gefahren sei. Zum letzten Mal zwischendurch hätte er dann Rallycross und Extreme E gefahren. Aber auf den Hunter freue er sich ganz besonders. Erst recht auf einem Terrain wie in Marokko mit vielen Dünen, mit vielen Pisten und Wegen. Das sei eine sehr anspruchsvolle Mischung. Marokko ist ein nice Rally. A bit of dunes, a bit of trucks, a bit of everything. So it will be interesting. Die Dünen bereiten ihm am meisten Spaß. So viele davon gäbe es zwar in Marokko nicht, aber dafür einige höchst interessante in der Region rund um Merzouga, dort wo das Rallye-Finale stattfindet. Aber auch die schnellen Pisten und Wege liegen ihm persönlich sehr gut. Die erinnern ihn nämlich an seine Zeit in der Rallye-Weltmeisterschaft. Und mit dem T1 Plus Hunter mit der neuen Version, breit und sehr stabil gebaut, könne man dort auch mit viel Grip drüberheizen. Und das sei ein bisschen wie früher in der Rallye-WM. Car are quite wide and stable, so you can really push at high speed and it's fun to drive. Es sei schwer zu sagen, ob er wirklich gut drauf sei in Marokko. Man müsse enorm vielseitig sein. In den Dünen, auf den Pisten seien jeweils unterschiedliche Qualitäten gefragt. Dazu gehe es auch sehr viel um die Navigation. Es komme auf die Konstanz drauf an. Man müsse einen guten Rhythmus finden und dürfe natürlich vor allen Dingen keine Fehler begehen. Most important is to be consistent, at a good rhythm and to avoid the mistakes. Jede Erfahrung beim Fahren in den Dünen hilft einem. Man muss zunächst einmal verstehen, wie man da fahren muss und darauf, wann man aggressiv sein darf und wann nicht. Bei der letzten Dakar hätte Sebastian Löb 6 Dünen-Etappen für sich entscheiden können. Da hätte er einen sehr guten Rhythmus gefunden. Er sei also auf einem guten Weg und hoffe, das jetzt reproduzieren zu können. Yeah, it seems that I found the rhythm. Hopefully I can repeat it again. But for sure, all the drive you have in the dunes is a good experience. Marokko gilt als Generalprobe für die Rallye Dakar. Und Sebastian Löb sagt, man braucht vor der Dakar unglaublich viele Kilometer, um Erfahrung zu sammeln. Seit Mexiko seien er und Leclerc nicht mehr im Auto gesessen. Das sei jetzt also der einzige echte Test in der zweiten Jahreshälfte vor der Dakar. Wichtig fürs Fahren, wichtig fürs Gefühl mit dem Auto, aber auch für die Kooperation mit dem Beifahrer, für das blinde Verständnis, das ich dort einschleifen müsse im Hinblick auf die Rallye Dakar. Der ProDrive Hunter sei eindrucksvoll, sagt Sebastian Löb. Das Auto ist dermaßen robust, dass man über alles drüber hämmern kann, selbst über so hohe Steine. Das Auto ist oftmals stärker als unsere eigenen Körper. Wir haben immer wieder erlebt, in Gesteinsbrocken beispielsweise, in Gesteinsfeldern, dass nicht das Auto das Limit darstellt, sondern unsere körperliche Belastbarkeit, mit der wir an die Grenzen stoßen.
Die Rallye Dakar ist die längste Rallye, 12 Tage am Stück. Da musst du natürlich körperlich fit sein. Und entsprechend musst du dich auch darauf vorbereiten, ganz gezielt. So braucht man zum Beispiel auch sehr starke Nackenmuskeln wegen der vielen Schläge, die gerade in den felsigen Passagen darauf einwirken. Und dann denkt Sebastian Loeb noch einen Schritt weiter, nämlich an die Erdbebenkatastrophe im Gastgeberland von Marokko. Er bedankt sich ausdrücklich dafür, dass die Marokkaner die Rallye möglich gemacht haben, trotz der schweren Zeit. Der ProDrive Hunter ist das Produkt von ProDrive, einer Motorsportschmiede in Banbury, gar nicht weit weggelegen von Silverstone. Wir schauen mal hinter die Kulissen von diesem Motorsport-Multi-Unternehmen, das eine enorme Geschichte im Rallye-Sport, aber auch auf der Rundstrecke aufweist. Gegründet hat der Waliser Ex-Rallye-Beifahrer David Richards diese Firma. Er war einst Co-Pilot des großen Ari Vatanen in den frühen Gruppe B-Jahren. ProDrive hat dann maßgeblich auf Finanzierung und auf Anschub des Schweizers Emil Frey dafür gesorgt, dass Subaru in die Rallye-Weltmeisterschaft eingestiegen ist. Die Zeiten mit den Impreza, mit den goldenen Felgen, Colin McRae und Richard Burns als Leuchtturmfahrer bleiben unvergessen. Die Rolle von Emil Frey, dem Subaru-Importeur, wird dabei oft unterschätzt. Das Auto ist hier in Banbury in England entstanden, hinter diesen eindrucksvollen Mauern. Frey, allerdings der Schweizer Hobby-Motorsportler und Ex-Motorradrennfahrer, hat die Finanzierung dafür über die Importeurskette bereitgestellt. Eine Geschichte für sich, die wir in der Zeitschrift Pitwalk sicherlich das eine oder andere Mal noch beleuchten werden. Der ProDrive Hunter ist das erste Projekt von ProDrive im Marathon-Rallye-Sport. David Richards hat es einst mit den Worten begründet, die Rallye Dakar sei neben den 24 Stunden von Le Mans die größte Herausforderung, die der Motorsport zu bieten hat. Und deswegen sei es für ihn selbstverständlich, dass seine Firma, das ProDrive, sich dort eines Tages engagieren werde. Und deswegen ist hier in England direkt an der M40 das Auto gebaut, konzipiert und entwickelt worden. Maßgeblich übrigens auch von Juan Roma, einem ehemaligen Dakar-Gesamtsieger, sowohl mit KTM bei den Motorrädern als auch mit X-Raid in der Automobilwertung. Jener Nani Roma hat die letzte Rallye Dakar für ProDrive auslassen müssen wegen einer Blasenkrebserkrankung. Ich habe mich mit Roma ausgiebig unterhalten für ein wirklich emotional anrührendes, aufwühlendes Interview in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Das sei Ihnen schon mal ausdrücklich ans Herz gelegt. Die große Dakar-Vorschau dreht sich dieses Mal um Nani Roma, der in der Corona-Zeit quasi mit Videokonferenzen mit dazu beigetragen hat, dank seiner Erfahrung aus mehr als 20 Jahren Marathon-Rallye-Sport, den ProDrive Hunter auf Kiel zu legen. Es gibt mittlerweile die zweite Evolutionsstufe dieses Modells. Das erste war in vielen Aufhängungsdetails noch zu sehr orientiert an dem, was ProDrive über Jahrzehnte hinweg in der Rallye-Weltmeisterschaft für die kürzeren Sprint-Rallyes auf Kiel gelegt hat. Die zweite Version ist dann deutlich robuster gestaltet worden. Dazu kam dann auch noch die Aufrüstung von den T1 auf die T1 Plus Regeln mit längeren Federbeinen, längeren Federwegen und größeren Federbeinen und mit größeren Reifen. All das hat den ProDrive Hunter, der von einem Ford EcoBoost Turbomotor angetrieben wird, auf dasselbe Leistungsniveau gebracht wie die Toyota Hilux von Hallspeed aus Südafrika. Die große Unbekannte in der Verlosung für die Rallye du Maroc sind die Audi e-tron mit Carlos Sainz, Stefan Peter Ansel und Matthias Ekström. Denn die kehren zum ersten Mal in diesem Jahr seit der Rallye Dakar wieder in den ernsthaften Wettbewerb zurück. Die Autos sind auf Kohlefaser aufgebaut, anders als auf einem solchen Chrom-Molybden-Rahmen aus Stahl, den Sie hier sehen. Chrom-Molybden ist eigentlich das Material der Wahl für die Chassis von Rallye-Autos. Auch die Hallspeed Toyota, die in Kyalami in Südafrika entstehen, und die M-Sport Neil Woolrich Ford Ranger, mit denen Nani Roma zum ersten Mal in Marokko fahren wird, bestehen aus solchen Skeletten aus Chrom-Molybden-Stahl. Der ist etwas verwindungsweicher als das extrem harte, extrem steife Carbon und deswegen für die besonderen Anforderungen des Marathon-Rallye-Sports besser geeignet. Wer da ein bisschen mehr zu wissen will, dem sei nochmal die Dakar-Nachlese in der Zeitschrift Pitwalk empfohlen vom Februar diesen Jahres. Da gibt es eine Technikgeschichte, in der die konzeptionellen Vorteile von Chrom-Molybden-Stahlautos und die Nachteile bei
der Entwicklung und Umsetzung der Audi e-tron auf ihrem Kohlefaserrahmen genau thematisiert werden. Eine Geschichte, die Audi nicht so gerne gelesen hat, weil sie den Finger in die Wunde dessen gelegt hat, was Audi bei der Rallye Dakar hat erfahren müssen. Alle sind gespannt, was Audi, die das schnellste Auto haben, dank des Elektromotors und was für die Dünen am geeignetesten, was Audi jetzt sich hat einfallen lassen, gemeinsam in der Allianz mit dem Team von Sven Quandt, um die Probleme auszumerzen, die sie im vergangenen Jahr um einen eigentlich fest einkalkulierten Rallye-Dakar-Sieg gebracht haben. ProDrive bereitet hinter den Kulissen dagegen schon das nächste Projekt vor. Denn die Engländer werden diese Hunter, genauso wie sie eins mit den Subaru gemacht haben, jetzt quasi in Werkshände überführen. Man hat dasselbe Muster wie mit den Impreza angewandt, nämlich in Eigenleistung ein Auto zu entwickeln und das dann quasi an eine Marke weiterzuempfehlen, weiterzureichen und Überzeugungsarbeit zu leisten mit dem einmal hergezeigten Projekt. Was mit dem Subaru Impreza geklappt hat, das hat jetzt auch mit dem ProDrive Hunter funktioniert. Denn ab dem Jahre 2025 wird Dacia sich engagieren als Werkspartner von ProDrive. Sebastian Loeb steht bereits als Fahrer für das neue Dacia-Projekt bei ProDrive fest. Die Autos werden dann weiterentwickelt auf der Basis dieser Hunter. Und die einstige rumänische Billigmarke, die mittlerweile zum Renault-Konzern gehört, wird dann mit Sebastian Loeb und einem zweiten Fahrer in den Marathon-Rallye-Sport einsteigen. Und zwar durchaus mit Carajo. Ich kenne da schon ein paar Hintergründe und man darf sicherlich gespannt sein. Man darf auch gespannt sein, wann denn die Wahl des zweiten Fahrers bekannt gemacht wird. Ich weiß schon, es wird kein geringer sein als Nasser Al-Attiyah, der gemeinsam mit Sebastian Loeb bei ProDrive Dacia in diesem Hunter ab dem Jahre 2025 ein neues Traumduo bilden wird. Nasser Al-Attiyah bestreitet also in Marokko seine letzte Rallye für Allspeed Toyota und wird danach überlaufen zur ProDrive-Mannschaft an die Seite von Sebastian Loeb. ProDrive hat im vergangenen Jahr die Rallye Marokko für sich entscheiden können, hat mit Orlando Terranova dort richtig aufgegeigt und die Engländer werden mit ihrem Hunter sicher auch in diesem Jahr zu den Favoriten zählen. Gemeinsam mit den Audi, die man schlecht einschätzen kann und natürlich mit den Toyota von Nasser Al-Attiyah sowie Yazid Al-Raji, die um den Titel kämpfen. Besonders gespannt bin ich aber auch auf die Ford Ranger bei ihrer Folge. Viel Spannendes, viel Interessantes auch hinter den Mauern von ProDrive in England mit Zukunftsaussichten und auch schon mit dem Leak der Nachricht, dass Nasser Al-Attiyah dort künftig andocken wird. Dazu auch schon der Hinweis auf die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk mit dem großen Interview mit Nani Roma, in dem der Spanier sehr offen, sehr emotional, sehr aufwühlend über den Weg zurück von seiner Chemotherapie, von der Krebserkrankung zurück ins Ford Cockpit mit dem neuen Ford Ranger spricht. Das Heft lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de. Und das Heft, was ich ebenfalls gerade erwähnt habe in dem ProDrive-Artikel, das gibt es ebenfalls noch bei uns im Shop auf der Internetseite pitwalk.de zu bestellen. Das war die Nachlese der letzten Rallye Dakar mit dieser durchaus kontroversen und technisch anspruchsvollen Hintergrundgeschichte über Audi und die konzeptionellen Fehler, die Audi gemacht hat mit der Zweitversion des e-tron. Jetzt gibt es bereits die nächste Evo-Stufe der Ingolstädter und ich bin gespannt, wie alle anderen, wie sie sich schlagen werden im Duell der Giganten in Marokko bei der Generalprobe und später auch bei der Rallye Dakar. Ich wünsche euch viel Spaß mit allem, was wir vorhaben an diesem Wochenende. Denkt an unsere Podcasts direkt von der Road Atlanta vom Saisonfinale der IMSA-Serie. Da gibt es am Donnerstag schon den ersten mit einer ausgiebigen Vorschau. Und wir sind dann alltäglich wieder für euch da, hier auf Pitwalk TV, dem Streamingdienst der Zeitschrift Pitwalk, mit den Updates, mit den Tageszusammenfassungen und den Hintergründen direkt aus Marokko. Ich freue mich auf die nächsten aufregenden Tage mit euch. Bis bald. Danke fürs Reinschauen. Euer Norbert.